Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 5. Wir wollen diese fliegende Ruinenstadt betreten, aber das Tor ist zu. Also, hör mir mal auf Dr. Sid und nehmen erstmal die Kanonen auseinander. Es können zwei verschiedene Arten von Kanonen sein. Einmal diese Flame-Kanonen hier, die nur ihre Emission herausfeuern. Und ich hoffe jetzt gerade mal, dass sie damit Garluf mal treffen. Ganz einfach, es ist eine Blaumagie, die man erlernen kann, so. Okay, Animal ist eine Fähigkeit des Jägers, die erste, die er lernt, und ruft ein zufälliges Tier herbei. Beispielsweise dieser Bienenschwarm gerade, der Schaden macht. Oder aber auch, was ich persönlich sehr, sehr nützlich finde, Nachtigallen. Sehr schön. Nachtigallen heilen nämlich ganz gut. Besser als ein Weißmänger mit Q2 zu diesem Zeitpunkt. Aber es ist halt zufällig. Und Zufall. Nicht so gut, wenn man sich drauf verlassen müsste. So. Garluf hat einmal Emission abgekriegt und deswegen machen wir sie jetzt tot. So, zwei will ich uns Emission gelernt. Ausgezeichnet. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Art von Kanone. Mal schauen, ob wir hier drauf treffen. Nein. So, ich sollte auch daran denken, dass ich meinem Jäger mal den Blitzbogen in die Hand gebe, wenn ich gegen Maschinenmonster kämpfe. Okay, das ist der andere Mist. Und zwar finde ich den extrem ätzend, wie man sieht. Mit ihren Raketen verursachen sie prozentuellen Schaden und übernehmen furchtbar gerne mal meine Charaktere. Ich hasse sie wie die Pest. So, ich will sie jetzt schnellstmöglich auseinandernehmen. Meinen Weißmagier haben sie leider schon übernommen, deswegen kann ich keinen Charakter gerade wieder zurücknehmen. So, ich will nicht... Oh, Gott sei Dank. Ich will jetzt nicht so viele meiner Gegenstände verschwinden, deswegen schlage ich gerade mal nur zu. Och ja, danke. Ah, danke, Lena. Das war sehr schön von dir. Das war sehr liebenswürdig. Oh, Gott sei Dank. Der müsste jetzt auch Geschichte sein. Sehr schön. Ich heile mich dann jetzt nochmal und nehme die letzte Kanone dann offscreen raus. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Alle Kanonen sind... Hä? War das die richtige... Das war die letzte, richtig? Warte, was ist das? Ein Luftbeben. Oh mein Gott, es kommt ein großer... Penis! Okay. Es ist groß. Neidisch, Garluf. Das sieht nach jede Menge Ärger aus. Okay, jede Menge Ärger heißt nichts Gutes. Ich werde mal Learning verlernen und dafür meine Blaumagie mitnehmen. Und nehme wieder meinen Donnerstab. So, noch irgendwas? Überlegen. Ach ja, ich sollte mich noch heilen. Das wäre gar nicht mal schlecht, wenn wir gegen so ein großes Teil kämpfen. Und... Achso, A-Knopf drücken. Okay. Dieser Gegner besteht aus 3 Einzelteilen. Das große Teil und 2 kleine Teile. Ich benutze jetzt erstmal eine Bolt-Tech und hoffe... Oh nein, tut sie nicht. So, jetzt rufe ich oder versuche ich es mal mit den Tierlein. Und... Oh, du Bastard. Du Bastard. Du Bastard. Diese Raketen verursachen Old. Und Old ist nicht gut. Weil Old verringert stetig das Level. Und da wollen wir es unternehmen. Ja, die 2 kleinen Teile sind empfindlich gegen Level 5 Doom. Die machen, das macht kurzen Prozess mit ihnen. Dann müssen wir uns nur noch gegen das große Kanonenteil wehren. Und das sollten wir schnellstmöglich tun, weil er macht zwar nicht viel, aber ab und zu schießt er dann doch mal einen mächtigen... Ach nein, ich hätte draufballern sollen. Egal. Aber sehr schön, da muss ich mich jetzt nicht um die Heilung mit Lena kümmern, sondern kann Bartz auch noch vom Old-Status befreien. Das erkennt man an den weißen Haaren. Und ich mache mir den Kampf einfach, indem ich jetzt ein paar Donner-Rods... Thunder-Rods, wenn schon Englisch dann richtig, zerbrechen tue. Und weiterhin meine Bolt-Tex auf den Gegner werfe. Und dieses Mal auch endgültig hier mal mit meinem Blitzebogen draufböller. Sehr schön. Okay. Schauen wir mal, ob
das jetzige Boltec reicht, sonst muss ich nochmal mit Galuf ran. Okay. Wo haben wir meine Thunder Rods? Ah, gut, dass ich so viele gekauft habe. Okay, das sollte es jetzt allerdings tun. Hoffe ich. Und? Jawohl. Das Ding hat nämlich verdammt viele Hitpoints. Ich habe keine Ahnung, wie viele, aber verdammt viele. Augenscheinlich. So, wunderbar. Der Eingang ist breit und... Lasst mich doch mal ausreden hier. Ist das Loch dieser Eingang? Das sieht ganz danach aus. Lasst uns gehen. Ab dafür. Ja, genau, ab dafür. Aber ich werde mich jetzt erstmal hier wieder verkriechen und mich erstmal heilen. Man verkriecht sich einfach, indem man hier weit genug wegfliegt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder und schauen uns mal an, was hier hinter diesem Loch liegt. Oh, wie praktisch, dass sie direkt einen Anlegesteg dran gebaut haben, wo vorher der P, die Kanone war. Kurz noch zum Setup. Ich habe Galuf wieder mit Learning ausgerüstet und habe Ferris zu einem Dieb gemacht und habe ihr diese Crescent-Fernkampfwaffe ausgerüstet, damit ich sie ebenfalls in die hintere Reihe stellen kann. Warum Dieb? Ganz einfach. Ich kann dashen, ich kann Geheimgänge sehen, das ist hier ganz praktisch, und ich kann auch was stehlen, denn... Mal sehen, ob ich es direkt demonstrieren kann. Ich glaube nicht. Ich probiere es einfach mal. So, diese Steine sind empfindlich gegen Donner. Und man kann was Weiches von ihnen stehlen, wie ich sehe. Ja, warum baller ich eigentlich nicht mit ihm drauf? Ach, egal. Ich hau jetzt hier einfach mal zu. Ja, wunderbar. Heilung mit den Nachtigallen. Ja, probiere ich mal hier. Bolt. Zack. Klatsch. Boom. Und reicht's für die... Ja, es reicht, finde ich zumindest. Und dann schauen wir noch, ob wir die Lonker Knights noch platt kriegen. Oh Gott, sie scheinen ziemlich gute Verteidigung aufzuweisen. Oh ja, das tun sie. Und immer noch nicht tot. Dreck. Mal sehen, ob Feuer besser ist. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Die sind ganz schön krass drauf, wie ich sehe. So, kann ich immer noch ein Beschwörungsviech rufen. Aber hier meine Streiterschlange ist hier gerade ziemlich scheiße, wie ich sehe. Okay, jetzt probiere ich es mal mit Kontrolle. Na, klappt auch nicht. Soll mal sehen, ob Eis besser ist. Und na, ein bisschen. Oder? Na, egal. Die werden schon hier noch klein gemacht. Ja, das Ganze wird jetzt hier schon ein bisschen anspruchsvoller, aber keine Panik. Das kriege ich schon irgendwie hin. Okay, hier, Gold, wunderbar. Weiter geht's. Da rechts sieht's nach einer Sackgasse aus. Dann gehe ich doch gleich mal hier lang. Und probiere mal, gegen diese Whirl Demons anzukommen. Soweit ich weiß, Windelementar. Probieren wir sie mal zu töten. Einen davon will ich aber gerne kontrollieren. Warum möchte ich einen davon kontrollieren? Man kann von ihm eine neue... wie heißt es? Blaumagie lernen. Deswegen habe ich Galuf auch mit Learning ausgerüstet. So, einen haben wir uns entledigt. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass Lenna mal hier einen guten Tag erwischt und davon mal einen kontrollieren kann. Genau das möchte ich lernen. White Wind. Ein sehr, sehr guter Heilzauber. Und, na, zur Not schneide ich hier was raus, wenn das noch lange dauert. Ein sehr, sehr guter Weiß... Nicht Weißmagie-Zauber, ein sehr, sehr guter Blaumagie-Zauber. Und der macht unseren Blaumagier mal hier richtig, richtig zu einem Schweizer Kampfmesser, will ich mal sagen. Sehr schön. So, jetzt mach mal. Ausgezeichnet. Heilen wir uns nochmal damit schön voll. So. Probieren wir mal Eis. Jetzt kann er nicht nur wunderbar angreifen mit Blaumagie, sondern auch noch heilen. Blaumagie ist einfach so gut in diesem Spiel. Ach. So, White Wind gelernt. Wunderbar. Und dann geht's weiter zu einer Schatztruhe mit einem Elixier. Ja, hier kann man ziemlich viel in der Luft rumlaufen, wie man sehen kann. Und wir setzen den Weg fort zu einer Truhe mit einer Phönixfeder. Gehen hier runter und erreichen Gegner. Okay, Lamia.
Sehr schön. Von ihr kann man einen seltenen Gegenstand stehlen, und zwar eine Lamias Tiara, oder wie sich das nennt. Das nennt sich hier in dieser Übersetzung Lamian. Und bis zum nächsten Mal möchte ich gerne 2 Stück davon für meine magisch begabten Charaktere stehlen. Werde ich das schaffen? Und was erwartet uns noch in diesem Dungeon? All das und viel mehr in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 5! Final Messenger 13 wünsche ich noch einen schönen Abend. Bye!